Hey, meine Freunde der Sonne, der Nacht und der Mondfinsternis. Willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar handelt es sich dieses Mal um ein Uncut-Video. Das hat tatsächlich vorhin jemand auf Discord vorgeschlagen, dass ich das vielleicht mal machen könnte. Und ich habe mir mal so gedacht, könnte ich machen, rein theoretisch. Und ja, ich habe rein zufällig auch gerade Lust und Zeit dazu. Und ja, wir machen, oder ich zumindest, mache heute ein Uncut-Video. Heißt, ich werde das Video ungeschnitten hochladen. Und ja, das heißt, alles, was ich sage, bleibt in diesem Video, egal was für Fails reinkommen. Und ich habe einfach mal so gedacht, ich werde euch quasi in meinen Stall mitnehmen, weil ich glaube, rein theoretisch wollen viele Leute das sehen, wie es in meinem Stall aussieht. Vorab ist es eine reine Katastrophe. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Und vorab, viele haben mich auch gefragt, bei welcher Quest bekommt man diese Katze? Leute, das war ein Update, wo die Katzen rausgekommen sind, die Haustiere zum Mitnehmen und auch die nebenher laufen. Und die ist, glaube ich, schon seit Monaten draußen gewesen und ich habe bis jetzt einfach keinen Bock, die irgendwie anzuklicken, weil... Ja, hallo, ich habe einfach eine Gratiskatze, die mir hinterherläuft. Und ja, klar, am Anfang stört es mich ein bisschen, aber... Egal. Und nebenbei, ich habe was zu essen hier liegen. Also nicht wundern, falls ich mal irgendwie kurz in mein Brötchen reinbeiße. Okay, jetzt mal zum Hauptsächlichen. Und zwar, ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, das ist mein Stall. Das ist die Laune meines Pferdes, also gerade nicht die beste, aber egal. Ja, das ist einfach so eine kleine Roomtour, die ich jetzt hier mache. Und wie gesagt, es ist eigentlich nicht interessant, weil es gibt auch nicht viel zu sehen. Also, hey, es ist quasi wie so ein Alle-meine-Pferde-Video, aber ja, gesagt, zeige ich euch meinen Stall. Irgendwie ist es dasselbe, habe ich das Gefühl. Egal. Das ist mein Andalusier, der jetzt eigentlich hier nicht stehen sollte. Wir sortieren den mal ganz kurz. So. Also angefangen, Star Prince wohnt hier. Das ist eigentlich schon immer der Fakt gewesen. Die Friesen standen schon immer hier in dieser Ecke. Das ist so quasi die Friesenecke. Ja, direkt daneben Snow Queen, man kennt sie. Ist eins der Pferde, wo ich auch schon viele Championate gewonnen habe. Hi. Okay, das ist eigentlich jetzt schon die Friesenecke gewesen. Sehr interessant. Kommen wir zur nächsten Ecke und zwar, ich nenne sie die Lusitano-Ecke, weil, hey, ich habe vier Pferde der gleichen Rasse. Hammer, oder? Okay, also hier kommen wir jetzt mal zum Moonhunter. Ich glaube, es ist mein, warte, drittes, doch, es ist mein dritter Lusitano. Echt geil, oder? Dann kommt Autumn Star, mein zweiter Lusitano. Vorab, ich war damals zu einem Lusitano-Suchtier und, oh mein Gott. Okay, Platz Nummer 1 ist natürlich mein schwarzer Lusitano und somit auch mein erstes Pferd im Star Rider-Gebiet. Und ich wollte es so gern haben, weil es war so der Zeitpunkt, dass ich gerade Star Rider wurde und ich konnte mir, oder ich konnte endlich nach, oder zu den Gebieten, wo ich eigentlich vorher noch nie hin konnte. Und tatsächlich auch in diese, also in dieser Woche kam tatsächlich auch ein Update raus, dass die neuen Lusitanos rausgekommen sind. Und oh mein Gott, das war einfach vom Timing perfekt. Genau, das ist mein erster Lusitano, den ich ja quasi besaß. Und hier komme ich schon direkt zum nächsten Lusitano. Ist quasi das frischste, was ich bis jetzt besitze. Ja, wie man sieht, ist es ein Uri Lusitano und ja, ich fand sie zum den Zeitpunkt sehr interessant, weil Uri Lusitanos gab es eigentlich ja noch nie und ich fand den sehr interessant. Es ist eine Birke, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich hab's mit Bäumen nicht so. Egal. Und ja, hier direkt zur nächsten, eher gesagt zur rechten Seite befinden wir, also vom Pferd aus rechts, befindet sich Gold Cookie, ein Trakehner. Ich weiß tatsächlich nicht, warum ich es gekauft habe. Also, ich glaube, ich fand einfach diese Musterung vom Pferd einfach Hammer. Es ist übrigens das Pferd aus der App. Und damals fand ich tatsächlich noch diesen Schwarz-Weißen sehr interessant. Es gibt den ja auch in Schwarz-Weiß. Und ja, ich wollte, zum Glück habe ich es nicht getan, ich wollte es kaufen, aber... Geil. Ich muss sagen, die Brötchen sind so ekelhaft.
Und ich weiß ja nicht, wann die Bäcker die backen, ne? Aber die sind so krass. Ne, also. Ich sag dazu einfach nichts mehr so. Die Brötchen werden nicht mehr gekauft. Ja. Hier zur linken. Ja, nee, zur rechten vom Pferd. Da gehört, man kennt es, es ist unser Anfangspferd, was jetzt total scheiße aussieht. Damals sahen sie einfach geiler aus und ja, also ich will mein altes Anfangspferd wieder. Und ja, deswegen, das ist RIP, da gehört, was aus dir geworden ist, es ist einfach nur traurig. Mehr sage ich dazu einfach mal nichts. Ja, jetzt kommt, jetzt wollte ich gerade Pony-Ecke sagen, aber es ist ja gar nicht die Pony. Obwohl, ein Haflinger ist auch ein Pony, ne? Wir kommen mal hier zur Pony-Reihe und zwar, ja, Isländer. Mein allererster und einziger Isländer, den ich je in meinem Leben besitze. Ja, es war die Zeit, oder es ist die Zeit gekommen, wo ich nach Golden Hills, nee, nach New Hillcrest konnte. Und ich wollte unbedingt einen Isländer haben. Hallo, ich wollte töten. Ist einfach so abnormal geil, wie so Pferde töten. Und ich fand es damals übelst cool. Und ja, nach einer Zeit habe ich es dann irgendwie gelassen. Und es war dann nicht mehr cool. Dann war dieses Pferd out. Ja, es sieht sehr knuffig aus. Aber so ein Remake vom Isländer. Oh mein Gott, das sieht schon übelst geil aus. Ja, das war's zu meinem Mini-Angel. Und viel gibt's dazu eigentlich nicht zu erzählen. Gehen wir mal direkt weiter. Und zwar, ja. Ein Haflinger Gold Angel. Gold Angel ist tatsächlich ein Pferd, das ich zusammen mit meiner Freundin gekauft habe. Und ja, also ich glaube, ich wollte anfangs ein anderes Pferd haben, aber sie hat mich dann irgendwie überredet und ich habe dann das Pferd gekauft, also eine andere Fellfarbe. Und muss sagen, es sieht sehr cute aus. Ein Haflinger, man kann dazu eigentlich nichts sagen. Es sieht vom Aufbau gar nicht so schrecklich aus. Ist eigentlich auch sehr cute. Es ist ein bisschen dick, aber es ist, glaube ich, schon mal ein Haflinger. Und ich finde die Augen, es sind einfach glubsch. Wow. Es sind einfach Glubschaugen und oh, dieser Blick. Ja, also ha die Haflinger sind sehr cute und kann man echt nichts gegen sagen. Ja, kommen wir mal weiter. Wir fangen. Warte, welcher Teil ist der hässliche Teil? Rechts ist der hässliche Teil, oder? Shit. Eigentlich sind beide schön. Wir fangen auf der Seite an. Ja, Cookie Hunter. Ja, ist mein allererstes Fawnsie gewesen und ist somit auch ein Urpferd. Und ja, ihr wisst es alle, es kam damals im Weihnachtsdorf raus. Und ich habe mich sofort schockverliebt und ich habe es natürlich auch direkt gekauft, weil es, oh mein Gott, so cute, das ist einfach ein Reh, hallo, ein Reh. Und ja, ein Reh in Star Stable, hallo, das muss man haben. Ja, direkt zur nächsten Seite ist Babyborn. Fragt nicht, warum ich das Pferd so genannt habe. Ich habe es einfach, keine Ahnung, ich fand es genial. Also deswegen, ja, das ist gleichzeitig auch die Fonzie-Ecke, die Andalusia-Ecke. Ja, gehen wir mal hier weg. Das waren noch nicht alle Pferde. Aber somit habt ihr quasi so einen Überblick von meinem Stall, den Aufbau und die Struktur gesehen. Ich weiß, sehr interessant. Darauf erstmal ein Stück von meinem Brötchen. Das übelst scheiße schmeckt. So. Ich habe tatsächlich, glaube ich, noch vier weitere Pferde. Oh, sechs weitere Pferde. Big Soul, mein. Jetzt wollte ich ungefähr sagen, mein Clydesdale. Was ich jetzt nicht so cool finde. Blue Angel. Mein allererstes Uri. Und ja, ist so erinnerungsmäßig. Mein Araber ist tatsächlich ein Partnerpferd von, ich weiß, also von Caroline Northrop und Malibu Stacy. Und ja, somit ist es auch mein allererstes Partnerpferd gewesen, das ich hier in meinem Stall habe. Und ja. Danach folgt Cookie Hunter, ist im Übrigen mein zweites Pferd, was. Nee, mein erstes Pferd, was ich je in meinem Leben gekauft habe. Wegen einer Quest. Also, da denke ich auch noch so: Dankeschön, Star Stable, wegen euch musste ich ein Pony kaufen. Ich bereue es trotzdem nicht, weil ich finde dieses Pony süß. Danach folgt Nightfighter, es ist ein Lipizzaner. Ich habe damals so zwischen den Weißen und den Schwarzen tendiert, aber ich habe dann doch den Schwarzen genommen, weil Weiß war irgendwie nicht so.
Und außerdem, ja, was mich an den Lipizzaner so krass stört, die sehen hässlich aus. Damals fand ich sie ultra geil, aber sie sehen hässlich aus. Und die haben echt einen Fehler am Auge. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, aber dieses Pferd blinzelt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nein, dauerhaft blinzelt es auf einem Auge. Ja. Stört mich gewaltig und wäre cool, wenn Starship das mal irgendwie mal beheben würde. Und ja, das letzte Pferd, quasi auch das neueste und frischste und quasi auch das hässlichste vom ganzen Stall. Wish Wish. Der Name hat auch seine Bedeutung. Das Pferd sieht scheiße aus. Auf Wish gibt's nur Scheiße, deswegen, als ob das Pferd von Wish wäre. Und Starship hat uns quasi ein verbuggtes Pferd geschenkt. Aber ich meine, hey, Starship hat uns ein Pferd geschenkt, hallo? Und deswegen, ja, quasi ist dieses Pferd auf Wish bestellt. Und ich meine, das Pferd ist den Namen quasi wert. Und ja, Leute, das ist mein Stall. ja, mein Kleiderschrank, jeder kennt's. Da steht mein Kleiderschrank, da steht mein Schminktisch. Hier ist, ja, Waschplatz, jeder kennt es. Also, ich meine, viel gibt's dazu nicht zu sagen. Und ich weiß auch nicht, ob ich je in meinem Leben jemals den Stall vergrößern werde, weil, hallo, es kostet voll viele Starcoins und. Nein! Ich glaube, hier kann man es ein- oder zweimal erweitern und hinten einmal. Keine Ahnung, und auf jeden Fall. Darauf erstmal ein Brötchen. Und ja, das war jetzt quasi die Roomtour in meinem Stall. Und ich kann ja mal kurz gucken. Ne, hier war das. 250, Alter, hol, für Alter, nein. Das ist übrigens für nur eine Erweiterung. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei. Digga, das sind, Alter, nein, das sind 250 Starcoins. Knicken auf jeden Fall. Ja, Leute, das war auf jeden Fall meine Roomtour in meinem Stall. Ich hoffe, es hat. Okay. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Und ja, das war's mit meinem Uncut-Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, ja, sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder, ne? Ciao, ciao!